Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich weiß nicht, ob ich Unboxing und Hardware eben mache, zu den R3 Deluxe HS. Die wurden mir zur Verfügung gestellt, also hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Haben sie mich gefragt, ob ich mir die mal angucken wollen würde, und ich bin von den Soundpads, oder wie, Soundpads heißt die Firma, ja, von den letzten war ich sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil es keine In-Ears sind. Also sind so Kopfhörer, so wie früher, wie also vom Walkman kennt, vom Gameboy. Also richtig die alten, einfach rin, ohne diese Gummipinöpel oder so. Und die sollen wohl nochmal einen besseren Sound haben. Und die Akkuleistung soll bei denen wohl auch etwas besser sein. Werden wir uns gleich angucken. Res Audio Wireless. Ich mache auch gleich in die Unboxing-Ansicht und dann gucken wir uns die mal an und werden die auch mal testen. Würde ich sagen, bis gleich. Einen wunderschönen. Da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. So. Ich hoffe, das ist vernünftig zentriert. So. Oder halbwegs zentriert. Hier haben wir die R3 Deluxe HS. Hier steht es dann halt drauf. Hi-Res Audio Wireless LDAC. Er spiegelt jetzt gerade alles noch ein bisschen. Der Akku soll 20 Stunden halten. So wie es hier drauf steht. Up to 20 Hertz Playtime. 14,2 mm sind die Boxen, also Lautsprecher, die da verbaut sind, Dual Mic, also es ist halt zwei Mics in jedem einen. Ich bin mal gespannt. Wir können auch das übersetzen, können wir uns nochmal ganz einfach machen, weil Englisch ist ja nicht meins, aber ich habe ja meinen kleinen technischen Helfer. Ich mache mir einfach das an und sage einfach mal: Bis zu 20 Stunden Spielzeit. Duale Mikrofon für Rauschunterdrückung. Ja. Also das ist halt, ich mach mal so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Ja, das funktioniert super. Ich liebe das. Wenn man kein Englisch kann, ist das wirklich super. So. Und die sollen auch einen richtig guten Klang haben. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden die auch gleich testen mit dem Handy. So. Achso, die gehen so auf. So. Download. Soundpads. Also das können wir gleich mal machen. Die App runterladen. Obwohl, haben wir vielleicht einen QR-Code hier noch mit bei? Nö, haben wir nicht. Ach, die Dinger kann man so ja updaten. Aha. Okay, dann gehen wir mal rein und sagen hier einfach Sound PEATS und Soundpads R3, True R2, gehen wir einfach nur Soundpads ein. Dann kommen wir zu dieser App, installieren. Also sieht die aus wie für die Uhr, also die haben auch eine Uhr. Da habe ich auch Videos zu gemacht, kann ich aber nicht empfehlen, die ist nicht schön. Die App ist dafür nicht gut genug und die Software der Uhr, also ist nicht toll. Zustimmen, fortfahren, anmelden. Jetzt muss ich mich erstmal anmelden. So. Ich habe mich da einfach mal neu angemeldet, damit wir die App dann jetzt gleich haben. So. Und dann haben wir mit bei. Das war's eigentlich schon. Wir haben einen USB-C-Kabel mit bei. Ja, einen kurzen.
Reicht ja auch aus, also brauche ja hier nicht 3 Meter sein zum Laden. Ja? Reicht ja rein, Steckdose, bumm, und dann liegt es daneben. Also für mich komplett ausreichend. Ich brauche den jetzt aber nicht. Ich habe hier noch USB-C-Kabel hier überall dran. Ne? Dass ich dann halt den auf Reserve lasse. Und dann einen von meinen USB-C-Kabeln, die sowieso dran sind, nutze. So, mal das wieder zu. Mal das auch wieder rein, damit das nicht wegkommt. So. Dann haben wir eine Anleitung mit bei. In Englisch. Hier ist es in Deutsch. Hier ist auch nochmal erklärt, dass wir sie mit der App verbinden sollen oder mit dem Handy an sich. Hier sind die Tastenkombinationen dran, drauf. Also zweimal drücken, dreimal drücken, gedrückt halten. Das ist mir aber gerade etwas zu klein. Das müsste ich dann erstmal fotografieren und großzoomen. Und hier sind dann auch nochmal die Erklärungen dazu. 1,5 Sekunden drücke Touch-Taste, 1,5 Sekunden, 2 Sekunden. Hier ist dann auch nochmal das Licht erklärt. Wenn es draußen halt grünes, gelbes oder rotes Licht ist, grün 100 bis 50% Akku, 49 bis 10 ist gelbes Licht und 10 und weniger Prozent rotes Licht. Und dann ist auch schon wieder die nächste Seite mit der nächsten Sprache. Eigentlich alles mit bei, was dabei sein muss. Hier ist dann halt nochmal, wie gesagt, die Karte mit bei. Für die App. Ach komm, wir machen Hardware-Video hoch einzeln. Gab schon lange nicht mehr so ein kleines Unboxing. Machen wir Unboxing und Hardware. So. Schön im Klavierlack gehalten. Sieht sehr schön aus. Oh, hier mit Kupfer. Finde ich sehr schön. Also optisch haben die was. Und hier sind sie. Die jutzten. Hat aber auch ein bisschen Gewicht. Finde ich ganz gut. Schließmuschel muss auch ganz gut zu sein. Hier haben wir das. Auch hier mit Kupfer und so. Sieht sehr schön aus. Gucken wir uns dann im Hardware-Video etwas genauer an. Also das kann ich schon mal sagen. Das funktioniert sehr gut. Machen wir die mal schnell wieder rein. Hier sind auch keine, wie bei anderen jetzt irgendwie, Klebeteile über den Kontakten, damit sie nicht laden oder so. Die Kontakte sind schon frei. Also sollten sie auch, leuchtet grün, also ist das Case voll. Nehme ich mal an, dass die Kopfhörer dann auch voll sind und das werden wir dann gleich testen im Hardware-Video, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, dann wartet für das Unboxing. Also ihr bekommt halt wirklich eine Anleitung mit bei, was ihr dann halt wie lange, wie 4 Sekunden drücken müsst. Bekommt das Case mit den Kopfhörern natürlich drin. Und hier ist dann auch noch ein USB-Kabel. Also eigentlich alles mit dabei, was man so braucht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.